Am 31. März hat Studio Wildcard bekannt gegeben, dass der Release von Ark 2 auf das Ende von 2024 verschoben wird. Gleichzeitig wurde aber auch eine Roadmap zu Ark 2 veröffentlicht, die uns bzw. Studio Wildcard dabei helfen soll, die Wartezeit zu Ark 2 zu überbrücken. Tja, die meisten von uns wird es wohl nicht überraschen, dass der Release von Ark 2 verschoben wird. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das auch gut so, wenn wir vor allem mal an den Release von Atlas denken. Oder auch an die letzten DLCs von Ark, die waren alle nicht bugfrei und haben nicht auf Anhieb so reibungslos funktioniert. Wobei das ja heutzutage auch eher die gängige Praxis ist, dass Dinge also unfertig auf den Markt kommen und dann fertig gepatcht werden, wenn sie draußen sind. Doch warum verschiebt Studio Wildcard den Release von Ark 2 so weit nach hinten, obwohl der Release mal für 2022 bzw. dann ja auch für 2023 angesetzt war? Und was bietet uns Studio Wildcard stattdessen an? Wie bereits gesagt, wird der Release von Ark 2 auf das Ende von 2024 verschoben und wird dann immer noch exklusiv für Xbox bzw. für den Game Pass und für Steam released werden. PlayStation-Spieler schauen also weiterhin in die Röhre und müssen tatsächlich jetzt noch länger warten als vorher. Studio Wildcard gibt selbst an, dass sie einen großen Support für dieses Spiel eben merken und dass die Community auch immer noch sehr, sehr stark ist, weshalb sie sich eben auch lange darüber Gedanken gemacht haben, ob sie das Spiel überhaupt verschieben oder eben nicht. Letztlich möchte man weder die Qualität des Produkts noch die Gesundheit von MitarbeiterInnen gefährden. Von Dev-Teams, die komplett überarbeitet sind, hört man ja immer wieder. Von daher eine gute Sache, dass Wildcard vermeintlich einen Gang erstmal runterschaltet. Auf das vermeintlich gehe ich gleich nochmal ein. Jedenfalls soll Ark 2 das bestmögliche Spiel werden, was Studio Wildcard auf die Beine stellen kann. Und hierfür nutzen sie die neue Unreal Engine 5 und die haben sie laut eigener Aussage eben noch nicht komplett gemeistert. Das heißt, Workflows und auch die Verteilung von Aufgaben sind jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Sie brauchen also noch etwas Zeit, um die neue Technologie zu meistern, laut eigener Aussage. Tatsächlich gibt es noch einen kleinen weiteren Rückschlag. Studio Wildcard möchte uns zwar die ultimative Next-Gen-Dinosaurier-Experience bieten, hat sich aber trotzdem dazu entschieden, dass es in diesem Jahr keine Screenshots, keine Videos und auch kein Gameplay geben wird. Was sehr, sehr schade ist, weil wir haben bisher nur ein paar Concept-Arts und eben ein Video, wo Vin Diesel auf einem Dino langreitet, ein paar Leuten auf die Schnauze haut. Ein Gameplay-Reveal wird also erst im nächsten Jahr stattfinden. Doch wie will jetzt Studio Wildcard den Spannungsbogen bis dahin aufrechterhalten? Die Antwort kommt Ende August 2023 und heißt Ark Survival Ascended. Nach eigener Aussage will sich Studio Wildcard mit der Unreal Engine 5 in der Praxis erproben und allen Personen, die sich lautstark über Ark 2 bzw. über das Konzept von Ark 2, also Souls-like Gameplay, Third Person Only, eine ernstere Stimmung und nur primitive Waffen, die Möglichkeit einer Next-Gen Unreal Engine 5 Ark Experience geben. Was ist also Ark Survival Ascended? Im Wesentlichen ist das Ark. Also Ark als Remaster in der Unreal Engine 5. Wer jetzt so ein bisschen in der Gaming-Welt unterwegs ist, der weiß, es gibt jetzt bald Counter-Strike 2 und wenn man CSGO schon hat, dann bekommt man Counter-Strike 2 eben obendrauf. Völlig kostenlos, man muss nicht mehr zahlen. Stellt sich die Frage, ist das mit Ark Survival Ascended genauso? Und was soll ich sagen? Nee, es ist nicht genauso. Es sieht anders aus, es wird verschiedene Bande geben, auf die ich jetzt mal genauer eingehe. Für die Xbox Series S bzw. X und PC wird es das Ark Respawn Bundle für 49,99 geben. Neben dem Remaster von Ark ist hier auch Ark 2 enthalten, plus ein exklusiver Zugang zu einer geschlossenen Beta, die einen Monat andauern wird. Für die PlayStation wird es Ark Survival Ascended in einer Standalone-Version geben. Hier bezahlt man dann 39,99. Stellt sich die Frage, was ist denn jetzt zum Release drin? Warum soll ich mir das überhaupt kaufen? Ihr werdet The Island zum Release haben, Scorched Earth, alle Non-Canon-DLC-Maps, also alles, was keine offiziellen DLCs waren, die man bezahlen musste, kommen da rein. Dinge wie Ragnarok und so weiter. Und es wird den Spielmodus Survival of the Fittest geben. Für die, die das nicht kennen, das ist eigentlich so der Ursprung von einem Battle Royale, beziehungsweise das, was man aus den Hungerspielen bei Tribute von Panem kennt. Keine Ahnung, wie viele Leute, man muss Loot holen und der letzte Überlebende gewinnt eben. Naja, und welche tollen Features wird es denn jetzt geben in dem neuen Ark? Es soll einen Cross-Plattform-Multiplayer geben, Cross-Plattform-Modding, Cross-Plattform-Anti-Cheat. Ich glaube, der Anti-Cheat war nicht so gut bei Ark und es soll Quality-of-Life-Verbesserung geben, also Dinge, die uns das Leben
Leben in Ark so ein bisschen erleichtert. Und wer jetzt ganz gewieft ist, dem wird aufgefallen sein, Moment mal, da fehlen doch noch die anderen DLCs und auch da hat sich Studio Wildcard was einfallen lassen. Denn wenn man jetzt noch Aberration und Extinction spielen möchte, dann kann man das tun und zwar für 19,99 €. Die Karten werden dann 2023 bzw. 2024 Release. Ja, und wenn man jetzt auch noch Genesis 1 und 2 spielen möchte, dann darf man nochmal für 19,99 € in die Tasche greifen und darf sich dann im ersten und im zweiten Quartal auf jeweils eine Map freuen. Ja, was soll ich sagen? Also erstmal finde ich das grundsätzlich gut, wenn man einen Release verschiebt, vor allem wenn man dann auch die Gesundheit von MitarbeiterInnen im Blick hat und wenn man auch die Qualität des Produkts eben gewährleisten möchte. Wir wissen alle, Studio Wildcard hat sich nicht immer mit Ruhm bekleckert und vor allem die andauernden Verschiebungen von Releases sind ja eigentlich auch schon ein Meme und auch andere Publisher machen es eben vor, ne? Also, dass eben schlechte Releases kommen bzw. Sachen einfach unfertig sind, das finde ich schon mal generell gut, dass man dem Ganzen entgehen möchte und ich glaube, dass der Druck auch relativ hoch ist, dadurch, dass man einfach das gesamte Gameplay angepasst hat. Man macht schon ein komplett anderes Spiel daraus. Es ist eben nicht nur einfach ein Nachfolgeteil mit anderen Inhalten, sondern es ist schon ganz anders ausgelegt. Von daher sollte man das auch ganz gut angehen, damit das Ding eben nicht komplett floppt am Anfang. Allerdings finde ich das ein bisschen komisch, dass man sagt, wir wollen die Gesundheit von MitarbeiterInnen schützen. Deswegen verschieben wir den Release von Ark 2, damit wir das auch hinbekommen. Gleichzeitig geht man aber in die Produktion oder in die Entwicklung von einem Remaster von Ark 1. Tja, und was soll ich sagen, das ist irgendwie passt nicht so ganz gut zusammen in meiner Ansicht. Und generell muss ich sagen, dass ich ein Remaster von Ark 1 irgendwie komisch finde. Ich meine, wenn man jetzt mal so überlegt, ne, nach GTA San Andreas kam GTA 4, nicht GTA San Andreas Remastered. Nach Halo 1 kam Halo 2, nicht Halo 1 Remastered. Also diese Remaster-Geschichten, die kommen eigentlich an einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen zeitlichen Reihenfolge. Man hat sonst doch immer eine Videospielreihe, die einfach erfolgreich ist und dann pickt man sich eben ein Spiel raus, ein frühes Spiel oder eins, was besonders erfolgreich war und setzt das nochmal neu auf für die Fans eben und holt so auch nochmal andere Leute ins Boot. Das finde ich hier ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Und auch die Aussage, dass man die Unreal Engine 5 noch nicht so richtig beherrscht und sich deswegen damit in der Praxis erproben möchte und dann ein Remaster rausbringt, für das man umgerechnet, wenn man alles spielen möchte, eben 90 bis 80 € bezahlen muss. Das finde ich schon komisch. Weil das Ding ist ja, sie probieren sich damit ja nicht nur in der Praxis aus und geben das dann kostenlos raus, sondern wir als Testversion, dann kann man das als alteingesessener Ark-Spieler spielen und eben auch dabei helfen, dass das Spiel, also Ark 2, dann gut entwickelt wird. Die Aufmachung ist ja eine ganz andere. Also man sagt, hier, wir wollen es in der Praxis testen, jetzt musst du mir 40 € geben, damit du mitspielen darfst oder damit du mittesten darfst. Das finde ich irgendwie komisch, also fehl am Platz. Ich finde die Kommunikation da komisch, wie es formuliert ist und wie man das uns auch dann eben vermitteln möchte. Was nicht heißt, dass ein Remaster von Ark 1 nicht cool sein kann, vor allem mit der neuen Engine und so weiter. Aber es ist eben die Kommunikation, die mich da etwas stört. Ich halte es nicht für ganz ehrlich, um ehrlich zu sein. Wie dem auch sei, das war's von mir. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, das hilft dem Kanal weiter. Bis zum nächsten Mal und ciao.